Bon pomeriggio bei den Kochteufeln. Heute wollen wir euch wieder mal die italienische Küche was näher bringen. Und ich habe mir heute ausgedacht, oder das Kochteam hat sich heute ausgedacht, dass wir heute Aquacotta machen mit Ei. Das ist eine italienische Gemüsesuppe mit Ei. Und natürlich, was brauchen wir dazu? Viele haben Angst vor frischem Gemüse, aber heute möchte ich euch auch mal einfach erklären, wie das Ganze hier funktioniert. Wir brauchen für einen vernünftigen Aquacotta mit Ei, erstmal ist ganz wichtig, vernünftige Messer. Ja, mit stumpfen Messern arbeitet man eigentlich nicht in der Küche. Dann brauchen wir ein gutes Olivenöl. Ein wenig Meersalz. Pfeffer, frische Tomaten, man könnte natürlich auch welche aus der Dose nehmen, aber sagen wir, für einen Hobbykoch oder Koch interessiert oder die Lebensmittel mögen, sind natürlich frische Sachen erstens mal vom Geschmack her besser und kosten eigentlich das gleiche Geld. Und die Arbeit, da man sowieso würzen muss, ist auch nicht viel mehr, das ist eigentlich gleich. 4 Eier, 2, 4, 6 Tomaten. Dann brauchen wir einen Bund Selleriestangen. Keine Angst, dass da hier so viel Grün dran ist. Ich werde euch ja gleich mal genau erklären, wie man das Gemüse hier putzt. Was in der italienischen Küche auch nicht fehlen darf, natürlich, was wir auch benötigen, ist Basilikum. Eine gehackte Zwiebel, das habe ich schon mal vorbereitet. Das ist eine herkömmliche Gemüsezwiebel. Geschmacksintensiver ist natürlich, sind auch die roten Zwiebeln. Das ist je nach Geschmack. Und 5,5 Liter Gemüsebrühe. Ja, man kann hier ruhig auch eine billigere Gemüsebrühe nehmen. Die kann man herstellen nach Packungsanleitung. Das Glas ist jetzt geeignet für 7 Liter Gemüsebrühe. Ja, da wir 5 Liter benötigen, kann man ruhig sagen, die Hälfte des Glases werden wir benötigen, um die 5,5 Liter Gemüsebrühe anzurichten. Natürlich als erstes wollen wir erstmal das Gemüse putzen. Ah, Entschuldigung, ich habe was vergessen. Petersilie darf auch nicht fehlen, weil die gehört in einer guten Aquacotta super einfach rein. So, und als erstes wollen wir das Gemüse putzen. Wir fangen an mit den Tomaten, tun die Eier erstmal an Seite, weil wir die erst später benötigen. Die Tomaten, da tun wir natürlich hier die Stielansätze entfernen. Und tun die kreuzweise einschneiden. Man könnte die jetzt in Heißwasser, weil die werden wir schälen, wir könnten die jetzt in Heißwasser reinschmeißen, damit die sich besser schälen lassen. Aber es gibt auch eine Schnellvariante. Wer zum Beispiel einen Wasserkocher zur Verfügung hat, der macht den einfach an und in 0, nix ist das Wasser gekocht. Dann könnte man herkömmliches Sieb nehmen für Nudeln. Könnte die vorbereiteten Tomaten mit dem Kreuzschnitt nach oben reinstellen, nebeneinander. Und sobald das Wasser fertig ist, sie mit Heißwasser quasi überbrühen. Ja? Schön gleichmäßig das Heißwasser drüber gießen, damit die sich auch anschließend leicht schälen lassen. Das werde ich euch gleich zeigen. Das Wasser hat jetzt fertig gekocht. Ich mache kurz hier einen kleinen Cut und wir sehen uns sofort wieder. So, die Tomaten haben wir jetzt fertig überbrüht und jetzt werde ich euch die erste Tomate zeigen, wie man die richtig schält. So, viele Chefköche, die sagen, dass man hier zum Beispiel die Tomaten entkernen soll. Aber gerade ich mag das Weiche in der Tomate. Ne? Und da gibt auch einen hervorragenden Saft und deswegen tue ich die auch bei unseren Aquacotta ordentlich entkernen und das weiche Fruchtfleisch, was hier drin ist, das wird auch enthalten bleiben. Wir haben die hier kreuzweise eingeschnitten, haben die mit Heißwasser überbrüht. Dann kann man hier ganz einfach hier hintergehen, in den Schnitt rein und die Pelle quasi abziehen. Ja, die lässt sich ganz nach hinten abziehen, da kann man nochmal nachfassen. Ja, man könnte die schon fast mit der Hand alleine abziehen. Ja, die Schalen, da haben wir hier so einen schönen Mülleimer, das gehört auch immer in der Küche, so ein kleiner Mini-Mülleimer, da kann man dann die Abfälle schön reintun. Ja, und so schälen wir den quasi
die ganze Tomate. Man sieht schon, das löst sich schon fast von ganz alleine. Ja. Und so behandeln wir nachher alle Tomaten, die wir so vorbereitet haben für unser leckeres Aquacotta. Ja. Ja. Da kann man hier, guckt man, wo noch ein bisschen Schale ist. Manchmal übersieht man ein bisschen was, weil das rote Farbe der Tomate. Ja, aber man kann das auch schön ertasten und man sieht, die Tomate sieht hier schon hervorragend aus. Hier habe ich euch noch ein bisschen was vergessen. Ist kein Problem, tun wir rein. Den Müll an Seite. Wie gesagt, wir machen jetzt gleich einen kleinen Cut. Ja, weil die anderen werde ich so vorbereiten. Ich will euch jetzt nochmal, hier haben wir noch ein bisschen Schale dran. Da kann man auch schon mit den Fingern entfernen. Da brauchen wir einfach nochmal so ein bisschen rüber gehen. Im Mülleimer rein und fertig. So, was brauchen wir als nächstes? Wir wollen die schön würfeln. Ja, da kann man die auch in eine Schüssel tun, wenn wir die hier weiter verarbeiten werden. Das Wichtige ist natürlich, was ich eben auch schon gesagt habe, dass man ein richtiges Küchenwerkzeug hat, dass das Stück mal schön scharf ist, ja, damit die Tomaten auch, damit man sich nicht mit stumpfem Werkzeug, Küchenwerkzeug, der schneidet man sich ruhig schnell ab, weil man mehr Kraft drauf haben braucht und macht sich vielleicht auch die Finger kaputt und deswegen immer gucken, wenn man scharfe Messer zur Verfügung hat. Dann kann man die schön in der Mitte halbieren. Ja, tut die auch nochmal halbieren. Und dann geht das ratzfatz, wenn man ein bisschen Übung hat. Einmal durchschneiden, zweimal durchschneiden, dreimal durchschneiden, viermal durchschneiden. Und das Ganze natürlich von der anderen Seite dann auch nochmal. Und schon wird man feststellen, dass man schöne Würfel hat. Da kann man schon an die Seite schieben. Und dann könnte man hier schon die andere Hälfte der Tomate einmal einen schönen Schnitt hier durch. Aber aufpassen, weil die Messer sind bei mir echt total scharf, dass man sich nicht in die Finger schneidet. Einmal schön geführt und wichtig ist auch, dass das Messer, manche hacken das, es soll aber ein Schneidevorgang sein, dass man das schön durchzieht, wieder zurückführt und nochmal, ja, wenn man ein bisschen Übung rein kann, deswegen mache ich jetzt auch nicht schnell, das soll ja auch der Zuschauer, ich könnte jetzt auch hier zack, 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 aber ich glaube, dann würde der normale Koch oder Hobby-Zukoch nicht wirklich denken, boah, das ist unmöglich. Kommt ja auch nicht darauf an. Sage ich jetzt mal, dass man jetzt wie ein Profi da hantiert, sondern dass das Ergebnis von der ganzen Suppe. Ja. Und jetzt machen wir einen kurzen Cut und dann werde ich die anderen schon mal vorbereiten und wir sehen uns gleich wieder im Zeitraffer. So, die Tomaten haben wir jetzt fertig vorbereitet und jetzt geht es daran, den Staudensellerie vernünftig zu putzen. Viele haben Angst, wenn die hier so eine Sellerie sehen, viel Blätter, wie man den richtig putzt. Aber ich will das euch heute jetzt mal näher bringen. Es ist eigentlich ganz einfach. Die großen Stängel, die knicken man nach unten hinab. So macht man das eigentlich mit sämtlichen Stängeln. Ja, bis wir quasi die ganzen Stängel hier gelöst haben. Legen die hinten schön auf den Dingens, auf unser Schneidebrettchen. Ja, das ist ganz einfach. Natürlich ganz wichtig, vorher das Gemüse zu waschen, trocken zu schütteln und wie gesagt den Rest einfach nach unten ziehen. Und so kann man dann schon abreißen. Das sieht jetzt hier nicht mehr ganz so schön aus, deswegen den letzten Viertel, den schmeißen wir in den Müll. Das reicht auch an Sellerie. Dann haben wir natürlich hier die Blätter. Die guten Blätter kann man vielleicht eine Handvoll aufbewahren. Die sind auch noch sehr gut. Die kann man schön klein hacken und in der Suppe hereinmachen. So, die Blattansätze, die entfernen wir jetzt. Ja, und wie gesagt, die guten Blätter, die kann man hier aussortieren. Die kann man auch so eine Handvoll schön, da gibt einen wunderbaren Geschmack in der Suppe. Ja. Ja, und das machen wir jetzt mit allen Sellerie-Stangen, das was nicht mehr so toll aussieht, entfernen und den Rest legen wir quasi den
auf unser Schneidebrettchen. Auch so viel Arbeit ist es eigentlich gar nicht, und wenn man Spaß am Kochen hat, dann kann man halt auch mit Genuss machen. Ich habe es mir heute mal gegönnt, da ich ein Rheinländer bin, und habe mir mal ein leckeres Bierchen dabei gegönnt, weil Kochen soll ja schließlich auch Spaß machen. Ja. Die anderen, die mache ich gleich im Zeitraffer, da geht ja nur um die ersten Stangen, um das mal grob zu erklären. Den Rest machen wir wie mit den Tomaten im Zeitraffer. Oben schneiden wir, machen wir Cut, schneiden den Rest weg. Und natürlich auch den unteren Teil, wenn wir den nicht benötigen. Jetzt ist es wichtig, das ist ähnlich wie bei Rhabarber, dass wir ihn empfehlen. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben her und tun ihn entfädeln. Da kann man schön das abziehen. So müssen wir mit den ganzen Selleriestangen hergehen, damit wir den hinterher weiter bearbeiten können. Wenn wir den fertig entfädelt haben, dann können wir den schön fein schneiden, wieder in Scheiben, in Würfel, Streifen. Aber ich sehe vor, dass wir ihn schön versuchen klein zu schneiden, gleichmäßig in Würfeln. So, nachdem wir das Gemüse gleich geputzt haben, werde, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder da. Die Sellerie, die haben wir schön verarbeitet und jetzt auch klein geschnitten. Die Kräuter wie das Basilikum, Petersilie und die guten Sellerieblätter, eine Handvoll, haben wir auch schon klein gehackt und schon mal vorbereitet. Weiter vorbereitet haben wir natürlich die 5,5 Liter Gemüsebrühe, die haben wir schon angerichtet nach Packungsanleitung von der Gemüsebrühe. Und jetzt geht es zum Endspurt. Ich habe schon einen Topf auf den Herd getan. Da tun wir jetzt einen guten Schuss Olivenöl rein, warten bis halt schön warm ist das Olivenöl und verteilt im Pott. Dann geht es weiter, die Zwiebeln, wie gesagt, haben wir ja auch schon vorbereitet gehabt und klein gehackt. Das Olivenöl ist jetzt mittlerweile schon warm. Jetzt kommen die Zwiebeln in das heiße Olivenöl. Man sollte deutlich zischen. Natürlich machen wir die Platte direkt ein bisschen kleiner, weil wir wollen sie ja nicht verbrennen. Es geht vielmehr darum, sie schön gelblich-braun anzubraten. Ja, schön einmal durchrühren das Ganze, bis sie eine schöne gelbe Farbe kriegen. So. Wenn sie schon schön gelb angebraten sind, dann kommt in das heiße Fett die vorbereitete Sellerie. Sellerie, die braten wir mit den Zwiebeln kurz an. Man riecht schon deutlich den leckeren Duft von Zwiebeln und Sellerie. So sieht das Ganze denn aus im Pott. Schön anbraten lassen. Nicht überhitzen, dazu verbrennen. Deswegen immer gucken, auf die Temperaturen achten. Weil schließlich wollen wir ja nicht, dass die ganzen Vitamine von dem frischen Gemüse verloren gehen. So. Wenn das Ganze schön angebraten ist, dann gehen wir hin, rüben unsere klein gehackten, gewürfelten Tomaten hinzu. Den Rest kann man nachher spülen. Natürlich, wenn man frisch kocht,
Dann hat man natürlich auch ein bisschen Spülarbeit. Das gehört einfach zum frischen Kochen dazu. So, jetzt lassen wir das Ganze schön anbraten und ja, wir sehen uns gleich weiter, wenn das Gemüse soweit ist. So, jetzt haben wir das Ganze schön angebraten. Das sieht auch schon köstlich aus, das ganze Gemüse hier. Hat auch die Tomaten haben schon richtig schön Flüssigkeit abgegeben. Das Gemüse ist auch schon soweit. Und jetzt geht es darum, die Gemüsebrühe quasi hier zuzufügen. Man könnte jetzt auch zum Beispiel hingehen, das Gemüse in die Gemüsebrühe reinkippen, aber weil da große Stücke sind, wäre das ungünstig, das würde dann quasi spritzen. Deswegen machen wir halt genau umgekehrt. Ja? Und dann nehmen wir die Gemüsebrühe vorsichtig und gießen die quasi vorsichtig hier zu. So, dann lassen wir das Ganze 15 Minuten kochen, 15 bis 20 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem die unsere Aquacotta Gemüsesuppe schon 15 bis 20 Minuten gekocht hat, habe ich jetzt hier schon 2 Teelöffel Salz hinzugefügt. Mit dem Pfeffer, das macht man nach Geschmack. Ja, dann tut man das Ganze fein abschmecken mit Pfeffer. Durchrühren vorher, ganz wichtig. Das wird auch alles gut verteilt. Abschmecken, ob es einen mundet. Ja, dann schmeckt man das Ganze quasi mal ab. Ob da vielleicht auch ein bisschen Pfeffer rein muss oder Salz. Und ich würde sagen, die ist herrlich gut. So, schön würzig, schön kräftig. Jetzt nehmen wir die Eier. Die tun wir nacheinander in die heiße Suppe einfügen. Ja. Ganz langsam einfügen und reinplumpsen lassen. Nacheinander, eine kleine Pause dazwischen immer, nicht zu schnell. Schön rein mit den Eiern. So, dann lassen wir das Ganze erstmal 2 Minuten ziehen und ja, dann machen wir gleich weiter. Nachdem wir die Eier hinzugefügt haben und sie ca. 2 Minuten ziehen lassen haben in der heißen Suppe, verrühren wir sie kurz durch die Suppe, ja, damit sich das schön verteilt. Man könnte auch schön verrühren. Ja, dann kommt das Eiweiß und das Eigelb quasi mit nach oben. Das ist aber auch schön in die Aquacotta-Suppe verteilt. Ja. Ich würde jetzt auch noch eine Gabel nehmen und dann nochmal durchrühren, damit sich das Ei schön verteilt. So, jetzt kommen noch unsere frischen Kräuter, die wir vorbereitet haben, hinzu. Ich lasse dann ebenfalls nochmal circa 2 bis 3 Minuten köcheln mit den frischen Kräutern. Und dann sehen wir uns gleich beim gedeckten Tisch wieder. Dazu haben wir natürlich die Suppe hier gekocht. Die italienische Gemüsesuppe, die ist jetzt auch fertig, die wir nun anrichten werden, weil wir sind heute mit 3 Personen. Ja, man sieht schon, sieht sehr lecker aus, mit frischen Tomaten, Eiern und so weiter und so fort. Wir sind hier mit 3 Personen und natürlich, ja, wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Nachkochen.